Na Busch, was machen wir denn heute? Ja, also ich weiß nicht, was du machst, aber ich mach dich heute fertig. Im ganzen Leben nicht. Ey, du schummelst Oh schon doch. wieder. Nein, ich doch nicht. Niemals, Doch, du niemals. schummelst. Hey, du liegst vorne. Du schummelst. Nein, du Ah, schummelst. auf, auf, auf. Was? Oh. Ja. Und? Der Gewinner, was bekommt der? Ein Kopf ab da Tja. unten. Kopf ab, genau. Ah, ich lieg vorne. Ich würde Gar sagen, ich nichts, habe gar ganz klar nichts. gewonnen. Nein, du liegst nicht vorne, du liegst nicht vorne. Oh Mann! Hey, du Oh. Schummler! Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Opa, ich darf nicht umschauen. Nein! Yeah! Gewonnen! Ja, okay. Busch, ganz tolles Ding. Ja. So, das war zwar eben schön und lustig, aber das war natürlich nicht, was wir euch zeigen wollten. Was wir euch wirklich zeigen wollen, das seht ihr jetzt hier, nämlich hinter uns dieses wunderbare Transformers-artige Gebilde mit diesem großen Loch in der Mitte, was fast schon an ein Stargate erinnert. Aber was kann das? Whoop. Okay, eine 4x4 Pistendoor. Das heißt, wir haben euch heute vorbereitet eine 4x4 Pistentür. Am Ende des Videos lade ich natürlich auch die Schematika hoch. Ihr könnt das Ganze nachbauen. Aber viel wichtiger für euch wird jetzt wahrscheinlich erstmal sein, wie funktioniert das Ding überhaupt? Ja, ihr seht hier ein paar Öfen. Die haben einfach nur den Zweck, dass man Sachen mit Pistons nicht weiterschieben kann als nötig oder als richtig, damit die Maschine sich nicht zerlegt. Dann sehen wir hier grüne Wolle, die Versorgungsleitung für das Ganze. Wir sehen gelbe Wolle, wo die ganze Schaltung drauf gebaut ist. Und dann haben wir hier diverse Pistons und beim Öffnen und Schließen hat man gesehen, da gibt es auch welche, die werden mit einem zweifachen Tick angesteuert. Das heißt, die gehen einmal raus und gehen nochmal raus. Zum Beispiel auch hier, zack, da war es kurz zu sehen. Busch übrigens, du bist die ganze Zeit so still, erzähl doch auch mal was. Ja, also im Endeffekt haben wir hier nur diese drei einfachen Ansteuerungen der Pistons. Zum einen, ich fange mal bei dem hier in der Mitte an. Das hier ist einfach eine Schaltung, die nimmt den einen Block hier und zieht ihn raus. Ne? Das sehen wir schon. Einfach der Piston zieht sich ein und der untere danach. Ne? So kriegen wir den ersten Block hier weg. Da kann ich jetzt mal zur Veranschaulichung mal kurz sehen. Da haben wir hier jetzt eben dieses untere rechte Viereck. Und da wird jetzt eben der erste Block rausgezogen. Ich fliege mal kurz hier rüber. Das ist hier die Ecke, von der er spricht. Ja? Ich mache mal kurz die Geschichte an. Oder Busch macht sie an. Dann seht ihr das. Da wird er rausgezogen und dann da runtergezogen. Aus, runter. Genau. Dasselbe ist nochmal gespiegelt drüber und eben gespiegelt auf der anderen Seite. Ja, da sieht man's. Na, das. Jetzt hast du betätigt und ich auch. So, zack. Ne? Das ist das Erste. Das funktioniert super wenn das Signal hier ausgeht, dann wird der Block weggenommen. Wenn das Signal angeht, wird der Block wieder hingeschoben. Hierbei So. ist natürlich wie immer das Timing entscheidend. Deswegen sind hier ganz Repeater und verschiedene Einstellungen. Aber einmal, ihr findet das ja in der Schematika und zweitens, ihr könnt es hier relativ gut sehen. Ja, der obere ist auf zweiter Stufe, dann unten der eine auf vierte Stufe und einer auf der Grundstufe. Ja, einfach um hier entsprechend die Ticks zu geben, wann das Ding ausfahren und einziehen soll. Genau, also 4 Ticks, 2 Ticks und 1 Tick. Dann das nächste, da haben wir ja dann jetzt das Problem, jetzt sind die Blöcke hier direkt da vorne. Dum, 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 dum. Also den ersten Block von hier, den haben wir jetzt schon weggeholt. Dann haben wir jetzt eben noch die nächsten 2 Blöcke. Und die können wir jetzt mit so einem Double Extender holen. Und zwar erstmal fahren die Pistons aus und jetzt fahren sie wieder ein. Und das ist auch recht simpel. Zuallererst wird eben der Block hier, auf dem ich gerade stehe, angesteuert. Da wird noch kein Piston aktiviert. Dann als nächstes wird der Piston hier hinten aktiviert. Dadurch fährt er aus. Und da sich dieser Piston hier dann direkt neben dem bepowerten Block befindet, fährt er auch als nächstes aus. Zack, zack, so haben wir beide ausgefahren. Beim Einfahren geht jetzt zuerst natürlich dieses Signal hier aus. Dann geht dieses Signal hier aus und wir haben jetzt schon gesehen, der hier war noch kurz bepowert.
deswegen hat sich der Pisten nochmal schnell ausgefahren und den Block eben nochmal rangeholt. Das Ganze jetzt nochmal in schnell. Genau, und hier sieht man auch wieder das Timing-Thema. Das heißt, hier seht ihr, da ist überhaupt kein Pisten drin. Das heißt, das ist quasi Echtzeit, keine Verzögerung, was hier passiert. Das ist wichtig, damit dieser Pisten eingefahren ist, bevor dieser hier einfährt. Deswegen ist der um einen Tick verzögert. Genau. Beziehungsweise hier der Repeater auf zwei Ticks. Und somit hat der die Chance, diesen Pisten mitzuziehen. Genau. Und im Grunde funktioniert halt so dann auch schon das Einfahren. Der erste Block wird hier weggeholt. Und dieser Pisten hier, hinter dem befindet sich halt noch ein zweiter, der wird dann direkt nochmal ausgefahren und holt dann den zweiten Block mit ran. Genau, und wenn ihr jetzt hier hinschaut, erkennt man das auch ganz gut. Hier sind diese Doppelpistons, die wir euch eben gezeigt haben. Dahinter sitzt die nächste Reihe. Ich guck mal, ob man irgendwie hier das erahnen kann. Genau, hier kann man es erahnen. Ja, das sind vier Pistons, so wie auf dem Modell, das wir da unten gesehen haben. Da hinten ist der Repeater, hier ist der Block und da drüben ist der andere Block. Da ist genau andersrum. Hier ist es so, dass hier der Block ist, da der Block und da der Block. Also genau einmal ein bisschen verdreht. Aber letztlich genau die gleiche Schaltung. Genau, und alles, was man jetzt dann eben noch machen muss, ist, wenn das Signal dann eben angeht oder ausgeht, je nachdem, wie man es eben ansteuert, muss zuallererst das hier ausgehen und dann muss eben dieses hier noch einmal kurz an und dann wieder ausgehen und dann hat man es eingefahren. Genau. So fährt man eben die ganzen Blöcke erstmal ein. Jetzt beim Ausfahren nutze ich eben den Effekt von der mittleren Schaltung, dass hier der Block einfach hochgebracht wird. Und noch eben einen weiteren Effekt, und zwar den, dass ein Sticky Piston einen Block verlieren kann, wenn mit nur einem Tick langen Signal angesteuert wird. Kann ich eben hier mal zeigen. Zack, die zwei Pistons hier vorne haben jetzt ihre Blöcke verloren. Das heißt, so kann ich eben die zwei Blöcke, die sich vor den Pistons befinden, erstmal wegschieben. Und danach haben wir im Endeffekt, also den Block hier baue ich mal kurz ab und setze ihn um, haben wir den Block hier sitzen und dann muss einfach nur diese Schaltung hier wieder ausfahren. Und schon haben wir das Loch geschlossen. Genau, und die bleibt eben jetzt so lange an, bis wir dann eben wieder die Tür öffnen wollen. Dann zieht der sich wieder ein, dann kommen die Double Extender. Und die fleißigen Immer-Zuschauer, die sehen hier schon, was wir hier gebastelt haben. Ne? Hier ist wieder ein Signalverkürzer drin mit dem Wolleblock drauf, der eben dafür sorgt, dass hier nur dieser ganz kurze Tick kommt. Ja, genau. So. Und jetzt, wie haben wir das Ganze hier eingebaut? Gut, unsere Tür ist gerade offen. Das heißt, die Pistons sind allesamt eingefahren. Jetzt, um sie auszufahren, sehen wir, ihr kommt von hier unten durch die Fackel ein Signal. Dieses Signal bepowert die Leitung. Und diese kommt auf den Pisten hier, der eben diesen einen Tick erzeugt. Wenn man dahinter schaut, befindet sich da der Repeater. Also hier wieder der Signalverkürzer letztlich. Genau, der Signalverkürzer. Kompakt eben hier eingebaut. Und dieses Signal wird dann über den Block und den anderen Repeater an den vordersten Pisten gegeben. Dadurch fährt er einmal ganz kurz aus. Als nächstes müssen wir einfach nur dann wieder die Schaltung, die für den anderen Block zuständig ist, ansteuern. Und das funktioniert dann über den Repeater, auf dem ich jetzt stehe. Der steuert dann eben hier die Schaltung an. Beziehungsweise passiert das Ganze zeitgleich. Da wird dann noch der obere Pisten angesteuert. Der wird auf beiden Seiten durch diese Schaltung hier angesteuert und über der Tür auch noch auf der Seite. Wer sich jetzt wundert, warum da eine Half-Slap ist und warum das Redstone auf einem Ofen drauf liegt und so weiter, der schaut einfach nochmal in die älteren Folgen der Redstone-Schule rein, da haben wir das alles genau erklärt. Genau. Hier eben Half-Slap, dass der Pisten hier unten nicht davon bepowert wird, als Beispiel. Ja. Genau, und so kriegen wir das Ausfahren hin, wenn wir jetzt nochmal ganz genau schauen. Erstmal wird eben zack und dann habe ich den lieben Rouge eingeklemmt. So, zack und dann fahren sie aus.
So, beim Einfahren muss ich jetzt eben erstmal dafür sorgen, dass, der erste Block hier wegkommt. Das passiert ganz einfach, indem die Schaltung hier ausgeht, das Redstone hier ausgeht. Und dann habe ich hier durch diese Fackel, die hier am Rand ist, nochmal einen Signalverkürzer hier oben drauf, der eben dieses kurze Signal auf dieses Double Extenden gibt, und zwar eines, welches 4 Ticks lang ist. Dieses wird dann an diese Pistons weitergegeben, dann fahren sie sich einmal kurz aus und wieder ein und holen dann den zweiten Block mit dran. Was ihr in der Mitte für ein Material verbaut, ist im Grunde egal, es darf nur zwei Dingen nicht entsprechen. Das eine ist, es darf kein fallendes Item sein, also Sand oder Kies würde bei dieser Tür jetzt nicht funktionieren. Und es muss ein Item sein, das sich natürlich verschieben lässt. Also jetzt eine Tür aus Öfen, wie wir sie drüben sehen, würde zum Beispiel nicht funktionieren. Oder eine Tür aus Kisten oder ähnliches. Genau. Oder eine Tür aus Melonen, die droppen ja, wenn sie von Pistons geschoben werden. Korrekt. Funktioniert natürlich auch nicht. Richtig. Ansonsten jeder feste Block, der sich schieben lässt, ist auch geeignet, um die Tür da reinzubauen. Genau. Und hier jetzt nochmal kurz zu der grünen Leitung, wenn ihr das Ganze nachbaut. Diese grüne Leitung ist einfach nur das Ansteuern. Wenn ihr dafür sorgt, dass diese Fackel links und diese Fackel rechts zeitgleich an- und ausgehen, dann ist es vollkommen egal, wie ihr sie ansteuert. Wichtig ist nur, dass sie eben zeitgleich an- oder ausgehen, wenn ihr die Tür öffnen oder schließen wollt. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Holt euch die Schematika auf meinem Discord-Server. Link ist unten in der Videobeschreibung. Sollte es Probleme mit dem Link geben, einfach in die Kommentare schreiben. Ich bekomme das mit und packe euch einen neuen Link runter. Und dann war es das auch wie immer für heute. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Redstone-Schule oder frag ein oder kommt zu uns in den Livestream und erlebt ein paar spannende Dinge mit uns. Bis dann, euer Rüsch83. Und euer Busch. Oskar, hör mal, wieso wirfst du mit Biegen hin? Für den Gewinner. Wir wollen beim Jochenrennen in der Aufnahme. Geil, Ehre, Ehre, Ehre.